Hallo zusammen und Crown Giant hier. Hallo, so ebenfalls mit Crown. Ja, gut. Im Hintergrund werdet ihr sehen, Herrschaft auf Grind. Neue Map von mir. Ja, und... Ja, heute ein Gast hier mit mir. Der Colosso. Aber bevor, dass ich gerade... Oder dass wir im Commentary auf... Dann ich gerade die Klasse sagen, ist das easy? Macht ihr das? Okay. Also, ich hätte da gebraucht die PDW-Schalldämpfer für eine Magazinerweiterung. Natürlich auf meiner Diamant-Tarnung. Nachher die B23R. Colossus 6er B23R. Pro-Skiller-Waffe. Genau. Und nachher die Perks. Ghost. Was ist das? Das ist gut. Ghost ist super. Hardliner, Zähigkeit, Gewandtheit. Und für die ganz grossen Pros natürlich nur C4. Ja. Ganz klar. Und... Ja, heute haben wir uns ein kurzes Thema, ein kleines Thema. Vorher haben wir da fast 2 Minuten gebraucht, bis ich meine Lachflasche durch hatte. Das war geil gewesen. Ja, ja. Ja, ja. Und dann erzähl doch kurz schnell das Thema. Ja, das heutige Thema wäre Aggressionen beim Zocken. Ich denke, da haben wir alle schon viele Erfahrungen damit. Gewisse mehr, gewisse weniger. Also mit gewissen mehr, wie ich gemeint habe. Nur so. Ja, vor allem du eigentlich und vielleicht zwischendurch noch eher der Jan. Oder also der Dings ist also eins von Garrett und Flame. Wie heisst das? Wer spielt PS3 euch, das Biest da? Von der Crown? Ja, Mann! Ja, ja. Eben, wohingegen es ja immer nur einen Unterschied gibt zwischen Flamen und Rachel. Ja, ja, aber. Wie gesagt, Flame ist ja, wenn du über die Gegner tust, einfach lässt, wie scheiße das sie sind. Ja, eigentlich schon nicht. Und Rachel ist meiner Meinung so, wenn du einfach am Brillen bist. Du bist einfach nur so auf Tour am Brillen. Du brillst einfach nur, nicht wegen dem Game, nicht wegen dem, einfach nur am Brillen, weißt du? Genau. Also bist nicht etwas am Kritisieren, du bist etwas am Abbrillen. He? Ganz klar. Gut, und jetzt hast du eine Frage für mich, nicht? Habe ich eine Frage für dich? Ja, hast du nicht eine Frage? Ja, du hast ja einiges schon, glaube ich, kaputt gemacht in deiner Raid-Karriere da. Ja, bin recht aktiver gewesen. Ja, was zählst du alles schon zu deinem weissbönen Haufen der Schande? Also, ich hänge da mal auf Xbox, ja. Meinen Chrome-Controller, der rote, kaputt gemacht. Und meinen Silbrig-Controller kaputt gemacht. Und nachher mein Bruder hat der Schwarze kaputt gemacht. Und ja, Colosso, die liegen da hinten oben an der Ecke. Die, die die wollen gewinnen. Ich kann die eigentlich haben, nicht? Also sozusagen ist es ein kleines Gewinnspiel von meinen Rage-Aktivitäten. Die, die mitmachen wollen, können ewig mitmachen. Und ja, momentan habe ich nur einen schwarzen Controller. Und der Pinkige von Chris, ja. Ja. Und dann habe ich auch nochmal das MW2 auf dem PC kaputt gemacht. Das habe ich auf dem Spielplatz im Köder entsorgt. Und dann hänge ich noch das MW3. Und das ist eben nur ganzes vom PC. Das wollte ich. Das kann ein Abonnent von mir haben. Du kannst es gar nicht mehr brauchen. Der Code und alles ist gebraucht. Aber du kannst es als Geschenk annehmen. Mit einer Unterschrift natürlich. Die das wollen, können da drunter schreiben. Dann werden wir uns los gemacht. Das können sie natürlich nachher ganz teuer verkaufen, hä? Ja, ja. Nein, aber vom Controller sind so Einzelteile, weißt du, kannst du alle brauchen. Weißt du? Ja. Sicher? Sicher? Alles brauchbar. Ja, nicht schlecht. Ja, und jetzt du, was hast du schon so kaputt gemacht? Ja, aber leider noch nicht so viel, da ich noch nicht allzu extrem lang COD zocken. Oh, aber seit wann bist du eigentlich dabei gewesen? Es ist noch schwierig zu sagen, also das allererste COD, das ich online gespielt habe, war das MW2 gewesen. Ja, ich habe MW2 auch gespielt, aber das habe ich 3 Wochen vor dem Release von Black Ops gekauft, weil damals muss ja nicht gewusst, was das eigentlich ist, weißt du? Ja. Da ist man auch nicht so auf dem Hito, du immer ja Release hier, das weißt du schon 5 Monate vorher, weißt du? Also genau. Ich habe es übertrieben gesehen, aber wie gesagt. Gut, man weiß es ehrlich gesagt schon ein Jahr vorher eins, oder? Ja. 2 Jahre voraus. Aber, ja, einfach im November, kannst du dich darauf vorbereiten, also zwischen dem 5. bis zum 25. oder 3 meistens. Ja, ja. Aber eben, als ich das MW2 hatte, ist nachher schon das MW3 rausgekommen. Ah, aber ja.
Und das ist Black Ops gar nicht gespielt, also... Ganz, ganz kurz, also... Okay. Ich habe mir dann mal geholt, weil mir ein bisschen mit Leuten zu blöd geworden ist. PC. Ja. Ich habe mit Black Ops geholt, aber das war wirklich eine sehr kurze Zeit gewesen. Ja. Und dann ist jetzt Black Ops 2 rausgekommen und seitdem merke ich, dass der Rage-Modus eigentlich ein stärker wird. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe bei MW2 habe ich 5 Stunden Spielzeit gehabt. Oder sagst du? Bei Black Ops sind es 20. Also bei Prestige 15 noch 13 Spieltage sind dann nachher nur 7 Tage im Prestige 15 Dings gespielt. Ja. Also ja, die Hälfte. Ja, also 20 Tage glaube ich. Oder nein, jetzt sind es vergut 25. Ist ja gleich. Im MW3 bin ich ja Prestige 10, da habe ich nicht weitergemacht, weil es nicht offiziell ist. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, Black Ops 2 bin ich jetzt durch. Ja, also wie gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was spielen. Also ich spiele nur Crysis 3. Und hat er mein Bruder gekauft. Oder Black Ops 1 soll ich nur so ab und zu mal Garo spielen. Weil das ist einfach schon ein chilliges Game. Und besonders, es sind alles so Weihnachtspops. Also einfach Summe, die erst Level 20 sind, aber weißt du? Ja. Wo das Spiel einfach mal zum Spaß jetzt nachgekauft, bestellt, wie man dann mal über Sago haben. Ja. Ja, easy. Und aber du hast gesagt, du bist nicht so viel am Rage. Vielleicht kannst du da dazu etwas sagen. Ja, morgen am Ragen eigentlich schon, aber halt nicht wirklich Sachen kaputt machen. Aha. Und wenn ich richtig am Rage bin, bin ich eh allein am Zocken. Also nie so mit dir und so, wie der kommt. Nein, nein, aber wenn viele Leute in der Party sind und so, dann kann ich gar nicht richtig ragen, weißt du? Ah ja. Gehört Mut auf Xbox, muss man sagen, immer der Spaß in der Party, aber mehr verleidet es da mal. Also, wenn er den Kolossen eine Party joinen, dann ist jemand am Brillen. Ja, der. Ach so? Dann wissen der wer. Ja, ja. 7 bis 7 Minuten circa. So ungefähr. Und. Also ohne Intro. Aha. Wegen was fährst du auf ein Rage? Also, wegen Hardscoper auch. Also die, die Quickscope und direkt und mich nur auf, aber über die tun nicht overrage, aber die würden ja bei einer flamen, weißt du, weil sie gut sind, das ist man ja nie, das ist meistens. Da die Face Kopie, aber die sind gleich recht fit, hä? Die wollen meistens nur Kutzen heißen, weißt du, nur so 4 Buchstaben. Und dann über, weißt du, wenn du auf einen zielst und immer der, wenn der auf dich anfängt und läuft, dann schießt du sofort anlegen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hast gehabt. Ja, das ist richtig behindert. Ja, das regt mich auch noch viel auf. Und euer Noob-Tuber regt mich auch auf. Die mit Choc-Dildo spielen und Host Migrations. Ja, es ist eigentlich so. Also, wir sagen so, ob jetzt alles was scheiße ist oder was noobig ist. Also, Ghost zählt jetzt nicht dazu, weil Ghost brauche ich ja selber. Ich meine, wenn wir Blackbird, weil ich letztes Mal 13 Blackbirds hatte, da ist nicht mehr lustig. Und was regt dich eigentlich so auf? Also wenn ich rage, dann rage vor allem, wenn ich die 4 oder 5 Spiele nacheinander einfach über den Deathstreak bin. Und natürlich über den Sniper standardmässig. Ah, Standard. Camper. Das ist gleich. Ja. Okay. Aber Camper, über Howie. Ja, ja, so Sachen halt. Ja, wenn ich da Todserie, wenn ich also Todserie angehe, ja, ich immer aus dem Game draus. Und ihr müsst mal meine Sieg-Niederlag-Quote anschauen. 0,33 habe ich da. Das ist richtig gut. Ja, weil das regt mich auf, weil du kennst schon, wie viel Mal das ich tue. Einfach so rausgehend. Ja. Ja, hey, ja. Da ist er. Also, wir nehmen ab auf dem Crown Crew Teamspeak Server auf. Weil. Fraps. Haben wir den ganzen Desktop vollgespuckt. Das ist der geilste. Frauen und Technik. Aber das ist das Thema für ein anderes Commentary. Ja, ja. Da, wieso haben wir nicht das als Thema genommen? Vorher noch eine halbe Stunde am Uhr, und jetzt sind wir... Ach, du bist doch eine Hürde. Das schreiben wir gerade auf. Frauen und... Ja, wer weiß, vielleicht kommt ein zweiter... Ja, wer weiß. Wer weiß? Vielleicht machen wir dann mal das zweite Dual. Ja, eventuell schon. Vielleicht sagt er, das geht direkt nachher auf nach Frauen und Technik. Zwar klautscht ist das noch jemand. Ja, nicht. Ha. Ja, ja. Und, ja. Sie wird bald bei 10 Minuten. Ich weiß aber nicht, ob das Gameplay bald ändert. Keine Ahnung. Also ist dann eben ein bisschen Musik oder so etwas drin. Keine Ahnung. Mal schauen. Mach doch das. Ja, ja. Aber 10 Minuten, das geht, glaube ich, 11 oder so. Ja, gut.
würde ich einfach mal dir Merci sagen, Kolossen, dass wir das machen können. Ja, ich danke dir. Die Zeit müssen wir euch finden, sie sind sicher schon fast eine Stunde locker im Skype. Yep. Sie und Teamspeak zusammen. Und jetzt hat man dann ein bisschen Michi nerven. Der Reason. Machen wir doch. Ja gut, ich bedanke mich bei meinen Zuschauern, bei deinen natürlich auch. Und ja, geht doch mal auf den Kolossen-Kanal, wer noch nicht kennt, ich sage dir, kennt von meinen Abonnenten alle. Und ja, von dem her, schön zusammen. Ciao zusammen! Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Erfasse das Ziel.